okay, Palästinenser, was bist du? Terrorist? Islamist? Irgendein komischer Vogel aus irgendeinem Land, das ja offiziell die Existenzberechtigung abgesprochen bekommt? Oder du sagst, ich bin Palästinenser, aber ich bin im Libanon aufgewachsen. Okay, was bist du? Libanon? Palästina? Viele wollen gar nicht sagen, dass sie aus Palästina kommen, weil es einfach eine zu lange und zu schmerzvolle Geschichte zu erzählen gibt, die man den Leuten erst klar machen muss. Und was sagen die Österreicherinnen und Österreicher, die sich begnügen mit dem, was ihnen die Medien zu füttern geben? Die sagen, Israel-Palästina, das ist sehr komplex, das ist sehr kompliziert, da kann man viel falsch machen. Ich will da lieber mich nicht darauf einlassen. Das ist die Realität. Aber auch, dass das ein komplizierter, ein ach so schwieriger Konflikt sei, auch das ist eine Propagandalüge Israels und seines Regimes. Denn in Wirklichkeit ist die Sache denkbar einfach. Ein nationalistisches Kolonialregime hat den Palästinenserinnen und Palästinensern ihr bereits von den Briten geraubtes Land ein zweites Mal geraubt und diesmal ein noch expansionistischeres und noch diskriminierenderes Apartheid-System draufgesetzt und vertreibt sie seit vielen Jahrzehnten systematisch. Aber auch das ist zu sagen, Palästinenserinnen und Palästinenser aus Palästina und verstreut über die Welt. Sie sind auch eine Inspiration für uns, dass wir nicht nur mitleiden mit den Opfern der Palästinenserinnen und Palästinenser, sondern dass wir daraus auch eine Kraft schöpfen, eine beispielgebende, eine vorbildhafte Kraft, Widerstand entgegenzusetzen. Dieser israelischen Vertreibungspolitik einen Widerstand entgegenzusetzen, an dem sich die Israelis auch schon seit Jahrzehnten die Zähne ausbeißen. Einfach weil dieser Widerstandsgeist und dieser Geist, der immer dorthin pocht, wo das Unrecht sitzt und wo die Verbrechen begangen werden, weil das ein heroischer Geist ist, ein vorbildhafter Geist, der das ganze palästinensische Volk tief, tief durchdrungen hat. Bis ins Blut und bis ins Herz und bis in die Sehne. Und unser nächster Redner hier ist Franz, ein Unterstützer der Roten Fahne.